Mittwoch, 15. März 2023, 16 Uhr, Zürich-Wasserwerkstraße. Zwei schwarze Limousinen fahren vor, die Spitze der UBS steigt aus. Sie hat eine Krisensitzung, es geht darum, die Credit Suisse zu übernehmen. Die UBS trifft auf eine hochrangige Delegation der Behörden, angeführt von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Das war eigentlich der Tag, an dem wir alle realisiert haben, dass die Credit Suisse nicht überleben wird. Da wird Geschichte geschrieben. Mit dabei hat die UBS-Spitze 11 Forderungen. Es ist ein One-Pager, eine A4-Seite, 11 Forderungen, damit die UBS sagt, okay, wir übernehmen die Credit Suisse. Wir alle kennen das Ende dieser Geschichte. Knapp 100 Stunden nach diesem Treffen kommt es zur berühmten Medienkonferenz. Die Schweiz hat neu nur noch eine Grossbank. Unser oberstes Ziel war es, die Interessen der Schweiz zu wahren. Die Welt schaut gebannt zu. Aber was genau hinter den Kulissen passiert ist, das wissen nur die wenigsten. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass sich Joe Biden am Sonntag hat ständig informieren lassen. In diesem Podcast reden die, die mitentschieden haben. Es waren Tage, die man nie vergessen wird, die man froh ist, erlebt zu haben und trotzdem nicht noch einmal erleben möchte. Und es reden die, die diese Entscheide direkt zu spüren bekommen, Angestellte der Credit Suisse. Ihr seid bei News Plus Hintergründe, dem Podcast von SRF, der euch mit aufwendig recherchierten Serien versorgt. Ich bin Raphael Günther und was mir so nicht bewusst war, schon an diesem Mittwoch, bei diesem Treffen der Behörden mit der UBS-Spitze, da war diesen Leuten völlig klar, das hier, das sind die letzten Tage der Traditionsbank. Der Final Countdown läuft. Das ist das Ende der Credit Suisse, Tag 1 von 5, der Mittwoch. Bahama Beige, sagt euch die Farbe was? Bahama Beige ist so ein Badezimmerklassiker aus den 70ern und 80ern. Und Bahama Beige ist die Fassade der FINMA, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht in Zürich. Sie kontrolliert die Banken, Versicherungen und Börsen in der Schweiz. Und hier findet dieses wichtige Meeting statt. Hier fahren die Limousinen vor. Vor diesem farblich, naja, nicht wirklich so schönen Gebäude. Ja, auf jeden Fall. Also architektonisch herausgefordert, würde ich sagen. Man könnte sagen, dem Anlass nicht angemessen. Und hier treffe ich knapp ein Jahr später Dirk Schütz. Das ist nicht irgendwer, das ist einer, der sich wie kaum ein anderer mit den Grossbanken in der Schweiz auskennt. Er hat auch ein Buch geschrieben über den Untergang der Credit Suisse. Und beim Lesen, da kann man fast den Eindruck kriegen, der sei mit im Raum gewesen, als da über das Schicksal der Bank verhandelt wurde. Natürlich gilt Quellenschutz, meine Quellen sind anonym, aber ich habe mit sehr vielen hochrangigen Leuten reden können. Bis ganz hoch? Bis sehr, sehr hoch, ja. Dirk Schütz ist Chefredaktor des Wirtschaftsmagazins Bilanz. Hochgewachsen, stahlblaue Augen, die dich durchdringen, wenn er dich anschaut. Dunkelblondes Haar hat er. Und ich stelle euch den so genau vor, weil der uns durch diese Serie begleitet. Mit ihm gehen wir an die Orte, an denen an diesen letzten Tagen alles passiert ist. Eben, es ist dieser Mittwoch im März 23. Einer der Teilnehmer an dieser Krisensitzung ist Colm Kelleher, Verwaltungsratspräsident der UBS. Ein paar Stunden vor dem Treffen, kurz vor dem Lunch, da läutet das Telefon. Ihm wird gesagt, jetzt wird's ernst, die Credit Suisse muss gerettet werden. Da blieb dem Herrn Kelleher wirklich ein Kloß im Hals stecken. Er hat das mehrfach geschildert, dass er da wirklich zwei Minuten fast wie benommen war. Weil man muss wissen, er war Finanzchef bei Morgan Stanley. 2008 in der großen Finanzkrise. Morgan Stanley ist eine der führenden Wall Street-Banken und die war kurz vor dem Aus, ein paar Minuten vor dem Aus. Und Colm Kelleher war dazu sagen verantwortlich. Und das hat er mal beschrieben in seinem Gedächtnis, zogen diese Bilder wieder vorbei. Er fühlte sich wirklich 15 Jahre zurückversetzt. Er kannte das alles, was auch ein großer Vorteil war. Aber es war natürlich wirklich auch für ihn ein Schock auch. Also er war im ersten Moment schockiert, als der Anruf kam. Aber gleichzeitig hat er da auch eine Chance gerochen? Auf jeden Fall. Man muss natürlich sehen, dass es für die UBS der Deal ihres Lebens ist. Aber er wollte natürlich das bestmögliche Ergebnis rausholen.
und die Credit Suisse zu den Konditionen kaufen, die ihm und den anderen an der UBS-Spitze vorschweben. Kelleher kommt nicht allein zum Treffen, er nimmt drei Vertraute mit. Mit dabei ist sein Vize Lukas Gähwiler, ein erfahrener Bankmanager. Vor seiner Zeit bei der UBS war er auch schon zwei Jahrzehnte lang bei der Konkurrentin tätig, bei der Credit Suisse. Wir sind mit dem Auto hingereist, obwohl es eigentlich schönes Wetter war. Und normalerweise kommen Keller und ich, wenn wir zur Firma gehen, gehen wir zu Fuß, wenn es schön Wetter ist. Aber da war es uns dann doch ein bisschen zu heiß, dass man uns hätte sehen können, dass wir so in Corpore vier Personen zur Firma reisen. Das wäre dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen des Guten zu viel gewesen. Aber das zeigt schon auch ein bisschen die Dramatik des Treffens. Wenn Sie normalerweise zu Fuß gehen und diesmal in der Limousine, dann war allen bewusst, jetzt geht's ans Eingemachte. Vielleicht haben wir es persönlich auch überbewertet, weil wir natürlich hautnah dran waren. Aber für uns war es absolut klar. Ja, das war jetzt dieser Telefonanruf, das war jetzt dieses Treffen, auf das wir uns lange vorbereitet haben, aber immer gehofft haben, dass dieses Treffen oder dieser vorgängige Telefonanruf nicht stattfindet. Und als das Telefon dann kam, war Ihnen sofort bewusst, dass es jetzt losgeht? Ja, das hatte auch eine Vorgeschichte, weil die Credit Suisse hatte schon länger Probleme und das hat sich über die Monate, Wochen zugespitzt bis in den letzten Tagen. Ich vergesse den Moment nicht. Sie wissen wahrscheinlich auch, wo Sie waren, als am 11. September 2001 die World Trade Centers angegriffen wurden. Sie wissen wahrscheinlich vielleicht, wenn Sie älter sind, wie der Berliner Mauerfall ausgesehen hat. Und für mich war dieser 15. März 12.59 Uhr ein solcher Moment, wo ich genau weiß, wie ein Foto noch von mir, was dort passiert ist. Wenn Sie das so genau sehen, wie sah der aus? Ja, es ist so... Es ist so ein Schockerlebnis eigentlich. Man bereitet sich zwar darauf vor, alles ist darauf ausgerichtet und trotzdem, wenn es dann passiert, dann ist es trotzdem fast surreal. Und es ist dann schon eingefahren. Die UBS-Delegation steigt aus den Limousinen aus und drinnen sprechen sich die Spitzen der Schweizerischen Nationalbank, der FINMA und Finanzministerin Karin Keller-Sutter ab. Viel Finanzmacht in einem Raum. Sie lassen die UBS kurz warten und dann geht's los. Wir haben Ihnen gesagt, es ist jetzt soweit. Die Credit Suisse geht mutmaßlich Konkurs. Wir sind daran, eine Lösung zu finden, entweder eine Resolution, eben eine Abwicklung, eine Sanierung oder dann im schlimmsten Fall eine Liquidierung oder eben die Frage, ob die UBS die Credit Suisse allenfalls übernimmt. Aber das war natürlich ein Vorgespräch, also da ging es noch nicht um Einzelheiten oder so, sondern einfach einmal, ja, ich würde sagen, dass die Situation wirklich ernst war, das wurde vermittelt. Und wir haben einfach gesagt, wir könnten uns vorstellen, Teil dieser Lösung zu sein unter gewissen Aspekten und haben dann auch diesen viel zitierten One-Pager, also das eine Blatt, mit unseren Überlegungen Ihnen übergeben. UBS hatte sich sehr gut vorbereitet und kam vor allen Dingen mit einem Zettel. Und da standen 11 Forderungen drauf und die waren genau festgelegt, wenn es zu diesem Moment kommt, dann sind das unsere speziellen Forderungen. 11 Forderungen, die haben ja Platz auf einer A4-Seite. Genau, die passten auf einer A4-Seite. Kurz und bündig war das Motto. Und das waren wirklich sozusagen die Punkte, die für die UBS auch nicht verhandelbar waren. Sie war natürlich in einer sehr starken Position, weil es war klar, dass sie die einzige Bank war, die in Frage kam. Was sind die wichtigsten dieser 11 Forderungen? Also die zentralste für die UBS ist eindeutig, dass sie das Schweizgeschäft voll integrieren darf. Also keine Auflagen von der Wettbewerbskommission. Im Endeffekt ging es dann natürlich technisch darum, dass man die Wettbewerbskommission einfach ausschaltet. Normalerweise hätte die ja was zu sagen gehabt, hat sie hier nicht. Dann ging es da schon um Staatsgarantien und dann kamen recht viele technische Fragen. Zum Beispiel, man wollte sich schriftlich geben lassen, das ist für die rechtlichen Folgen der ganzen Sache ganz wichtig, dass man gebeten wurde, dass man das nicht aktiv angestrebt hat. Das waren so die wichtigsten Punkte. Ja, natürlich haben Sie gesagt, wenn Sie sich darauf einlassen würden, dann hätten Sie gewisse Vorstellungen. Und ich habe dann mal gesagt, ich nehme das zur Kenntnis. Das ist jetzt noch nicht der Moment, um über Vorstellungen zu sprechen.
Und wir glauben nicht, dass wir fordernd aufgetreten sind, aber wir sind bestimmt aufgetreten. Wir wollten diese Transaktion nicht, wir wollten diesen Telefonanruf nicht, wir wollten dieses Treffen nicht. Aber wir waren jetzt, wo wir waren, und da waren wir alle daran interessiert, eine Lösung zu finden. Zuerst ging es einmal darum, dass Sie jetzt mit der Credit Suisse sprechen würden. Es ist ja auch nicht so, dass der Bund, wie manchmal zu lesen war, die Bank verkauft hat oder diese Verhandlung geführt hat, sondern das waren die beiden Banken untereinander und die Verwaltungsräte. Aber es ging einmal darum, überhaupt den Sinn dafür zu schärfen, dass es jetzt soweit ist. Also wie ernst die Lage auch ist. Irgendwann sind Sie dann eben von diesem Treffen wieder zurück nach Bern gereist. Mit welchem Gefühl sind Sie dort weggegangen? Ja, ich wusste einfach, dass es jetzt losgeht. Losgegangen ist alles eigentlich schon viel früher. Seit Monaten ist die Credit Suisse in der Krise. Da war zum Beispiel schon im Oktober 2022 dieser Tweet. Ich habe einen Screenshot vor mir. Er ist auf Englisch von einem australischen Journalisten, eigentlich nicht weiter bekannt. Aber seine Worte, die schaffen es weltweit in die Schlagzeilen. Im Tweet steht: Glaubwürdige Quellen sagen mir, dass eine große internationale Investmentbank am Abgrund steht. Die Credit Suisse kommt in diesem Tweet eigentlich gar nicht vor, aber die Leute, die ihn lesen, interpretieren das hinein. Das Vertrauen in die Credit Suisse bröckelt, sie überlebt nur knapp. Dann, ein paar Monate nach diesem Tweet, jetzt sind wir wieder im März 23, da passiert am anderen Ende der Welt etwas, was das letzte Kapitel der Credit Suisse einläutet. In den USA geht die Silicon Valley Bank pleite und das löst eine Kettenreaktion aus. Das Vertrauen in die Bankenwelt ist erschüttert. Die Credit Suisse, die schon angeschlagen ist, wird davon, was da in den USA passiert, sozusagen angesteckt. Und weil das Vertrauen eben weg ist, wollen zu viele Leute auf einmal ihr Geld von der Bank abziehen. Es kommt zu einem Bankrun, oder besser gesagt, der Bankrun verschärft sich noch weiter. Es steht viel auf dem Spiel an diesem Mittwoch, während die UBS-Spitze mit der Finanzministerin der FINMA und der Nationalbank zusammenkommt. Da zügelt die Kundschaft massenhaft ihr Geld von den Credit Suisse-Konten ab. Die Zeit drängt. Sali Raphael, ja, auf den ersten Blick würde man ja sagen, es geht darum, die Credit Suisse zu retten, aber ich glaube, es geht eigentlich um viel mehr. Ich habe für diesen Podcast einen Sprachnachrichten-Joker, Jan Baumann aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Er ist allzeit bereit für meine Fragen und er ordnet das ein, was da passiert. Es geht im Kern darum, dass es keine Finanzkrise gibt, also dass nicht, wenn die CS stirbt, dass ein Erdbeben gibt auf dem globalen Finanzplatz. Das heißt, dass dann eine Bank nach der anderen umkippt. Jan, aber sag mir doch noch ganz kurz, was jetzt diesen Bankrun bei der Credit Suisse eben ausmacht. Ganz speziell an diesem Bankrun auf die Credit Suisse ist, dass das rasend schnell geht, weil es eben digital möglich ist, das Geld abzuziehen von der Bank. Und dann gehen Milliarden pro Tag gehen verloren bei der Bank und sie kann das nicht alles gleichzeitig auszahlen, weil sie hat dieses Geld nicht einfach liquid, wie man sagt. Das heißt, sie hat es nicht flüssig und sie kommt darum massiv in Bedrängnis. In nur 3 Tagen ziehen Kundinnen und Kunden über 40 Milliarden Franken von der CS ab. Und apropos Credit Suisse, an der Krisensitzung bei der FINMA an diesem Mittwoch, da ist sie nicht dabei, obwohl es um ihr Schicksal geht. Die CS-Spitze, der Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann, der ist weit weg an einer Konferenz in Riad in Saudi-Arabien. Und der kriegt dort etwas mit, was schwere Folgen hat, was entscheidend ist für den Verlauf, dafür, wie es für die CS weitergehen wird. In Saudi-Arabien ist er, weil die Saudi National Bank zu diesem Zeitpunkt die größte Investorin der CS ist. Axel Lehmann ist da auf einem Panel aufgetreten. Also das ist eigentlich Business as usual, wie sowas ist, bei den großen, wenn man große Aktionäre hat, dass man sich um die auch ein bisschen kümmert und die pflegt. Aber dann kommt es zum Knall in Riad. Dann kommt es zum Knall. Dann gibt es dieses legendäre Interview von dem Chairman der Saudi National Bank. I'm wondering whether you would be open to assisting further if there was another call for additional liquidity from Credit Suisse. The answer is absolutely not. Und der hat natürlich gesagt, dass er in keiner Form weiterhin die Credit Suisse unterstützen wird. Das war an sich überhaupt keine Neuigkeit, das hat er schon immer gesagt, aus vielen Gründen. Für ihn war das auch eine absolute Banalität. Und in diesem Umfeld war diese eigentlich banale Botschaft ein absoluter Sprengsatz. Potenziell in dem Moment, wenn man denn da sitzt, würde man sagen, wahrscheinlich wird alles noch viel schlimmer.
Und Axel Lehmann hat das mitgekriegt, vor Ort in Riad, was der Chairman der saudischen Bank, der Vorsitzende, da gesagt hat. Ja, der war vorhin auf dem Panel und der ist dann da durch dieses Konferenzzentrum in Riad gelaufen und sieht dann da am Schirm, wie der Chairman diese Aussage macht. Ist natürlich geschockt und hatte sich mit dem aber zum Lunch verabredet. Trifft sich auch mit dem zum Lunch. Hat aber bei dem Lunch im Prinzip wenig Muße, da irgendwelche arabischen Spezialitäten zu genießen, sondern es geht eigentlich darum, dass er natürlich auf seinem Handy die ganze Zeit Nachrichten bekommt, dass jetzt wirklich diese Abflüsse in großem Stil kommen. Also da ist natürlich, er sitzt in Riad, aber am Paradeplatz 8 an der Zentrale hier in Zürich war Panik im Prinzip nach diesem Interview. Wie Axel Lehmann selbst das erlebt hat in Riad, das hätte ich ihn natürlich gern gefragt. Er wollte aber kein Interview geben für diesen Podcast. Und auch Mitarbeitende der CS zu finden, die über diese turbulenten Tage reden möchten, das war gar nicht so einfach. Sie wollten nicht als Nestbeschmutzer dastehen, haben uns mehrere gesagt. Und die, die mit uns reden, die wollen anonym bleiben. Wir lassen die Aussagen der Mitarbeitenden in diesem Podcast darum nachsprechen, damit sie nicht erkannt werden. Basil, Aktienanalyst. Im Büro bin ich ins Intranet gegangen und der zeigt so oben rechts den Börsenkurs von der CS und auch noch von anderen Banken. Und dann sehe ich bei der CS minus 30% oder so. Und ich dachte, das ist schon noch komisch. Also, das muss ein Fehler von der Internetseite sein, oder? Ich war der erste im Team, was der andere erzählt hat. Und ich weiss, wenn ich gefragt habe, weiss jemand von euch, was da los ist mit dieser Aktie? Wir haben dann herausgefunden, dass es die Aussage von dem saudi-arabischen Chairman war. Und wir haben auch nicht genau gewusst, wie jetzt mit dieser Situation umgehen. Und dann ist ziemlich schnell mal der Galgenhumor für euch im Team, das weiss ich auch noch. Zum Beispiel ist uns in der Kaffeepause aufgefallen, dass die Aktie von der CS sozusagen günstiger ist als der Kaffee selber. Also sozusagen könntest du mit einer CS-Aktie gar keinen Kaffee mehr kaufen. Das haben dann alle irgendwie lustig gefunden. Aber ja, gleichzeitig sind alle irgendwie ein bisschen verloren gewesen. Ich bin dann zurück an meinen PC gegangen und wollte bei Kollegen nachfragen, die im Trading Floor arbeiten, die ich kenne. Die haben meistens ein bisschen mehr Insights. Und der eine hat mir dann geschrieben, sie wissen nicht, ob es die Bank morgen noch gibt. Das war ein Schock gewesen. Ich habe später gehört, wie Leute auf den Tisch hauen. Eine Person ist in Tränen ausgebrochen. Einfach, weil sie so dermaßen frustriert war wegen einem Projekt. Und ja, dann ist noch der schlechte Aktienkurs dazugekommen. Ein Teil der Mitarbeitenden merkt, da stimmt etwas nicht. Wobei längst nicht alle von ihnen ahnen, wie ernst die Lage bei der CS tatsächlich ist. Die, die die Entscheidungen auf höchster Ebene treffen, schalten in den Krisenmodus. Das ist schon noch speziell, es ist fast physisch, oder es nimmt einem schon etwas den Atem, dass man eigentlich weiß, ja, jetzt sind wir in einer ganz schwierigen Situation, das Land ist in einer schwierigen Situation und jetzt muss man einfach das Schlimmste verhindern. Und eben am Mittwoch war das erste Ziel, dass man die Bank bis ins Wochenende bringt. Und dann das zweite Ziel war, dass man eben am Montag bei Börseneröffnung eine Lösung hat. Und in diesen Teilzielen, wenn man so will, haben wir gearbeitet. Für CS-Präsident Axel Lehmann bedeutet das, noch im Hotel in Riad gibt es einen Call mit der Finanzministerin, mit der FINMA und der Nationalbank. Es war eigentlich im Prinzip so eine Art Marschbefehl, ihr werdet jetzt übernommen, Game over, so. Lehmann muss den Verwaltungsrat der Credit Suisse informieren, dass es zu einer Übernahme durch die UBS kommen könnte. Und an die Öffentlichkeit gelangt an diesem Mittwochabend eine Medienmitteilung um 20.10 Uhr. Da steht, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht und die Schweizerische Nationalbank nehmen Stellung zu den Unsicherheiten am Markt. Das ist die Überschrift der Mitteilung. Da steht quasi, hey, alle mal ruhig bleiben. Von den Problemen gewisser Banken in den USA gebe es, Zitat, keine Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt. Die CS erfülle die Anforderungen, was das Kapital und die Liquidität angeht und, auch wichtig, die Nationalbank werde der CS Liquidität zur Verfügung stellen, wenn es denn nötig sei. Diese Hilfe nimmt die Credit Suisse schon in der Nacht auf den Donnerstag in Anspruch.
Die Finanzmarktaufsicht und die Schweizerische Nationalbank sind kurz vor dieser Mitteilung ja noch an einer Krisensitzung. Es geht ums Ende der CS. Gegen außen sagen sie jetzt eigentlich, es gibt gar keine Krise. In der Öffentlichkeit wollen sie beruhigen. Was FINMA und SNB rückblickend dazu sagen, dazu wollten sie sich nicht äußern. Auf jeden Fall, es ist eine Beruhigungspille, die wirkt, ein wenig zumindest, auch bei CS-Aktienanalyst Basil. Er freut sich auf etwas Ablenkung. An Mittwochabend bin ich dann auf Fußball in einer Bar. Champions League ist gelaufen, Real Madrid hat gespielt. Wir waren so ein Fünfer- oder Sechser-Tisch, alles Leute aus der Finanzbranche, aber jetzt niemand von der CS. Aber alle an diesem Tisch waren ein bisschen schockiert und haben mir plötzlich Mut zugeredet. Denn früher haben sie mich als CS-Mitarbeiter immer ein bisschen angezündet. So Stichelei unter Konkurrenten halt. Aber an dem Mittwoch in dieser Bar, da hast du gemerkt, die Emotionen sind anders. So keine Sticheleien, nichts mit dieser Art zu geben. In der Halbzeitpause bin ich dann aufs WC gegangen, kurz mein Handy müssen checken und habe dann gesehen, die Schweizerische Nationalbank hat ein Statement herausgegeben, ein kurzes und ein knappes Statement. Wo wir gesehen haben, dass es auf der offiziellen SNB-Seite war, sind wir alle ein bisschen erleichtert gewesen. Wir haben gedacht, boah, gut, das wird schon ein gutes Signal sein. Und auch mein Sprachnachrichten-Joker Jan Baumann aus unserer Wirtschaftsredaktion geht im ersten Moment von einer Beruhigung der Situation aus. Meine erste Reaktion war, ich habe es geglaubt, was die Nationalbank gesagt hat. Sie hat ja eigentlich gesagt, wir schauen, dass die Credit Suisse überleben kann. Und ich dachte mir, ja okay, das könnte ja funktionieren. Vielleicht schafft es ja die Bank noch. Und im Nachhinein habe ich dann kapiert, wie alle anderen auch, das war einfach nötig, um die Bank wenigstens kurzfristig am Leben zu erhalten und eine langfristige Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist genau die Rolle, die die Nationalbank da hatte. Sie musste schauen, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft, dass die Situation nicht eskaliert. Und genau das hat sie eigentlich erreicht mit dieser Medienmitteilung. Aber die Beruhigungspille wirkt nicht lang. Schon am nächsten Morgen zeigt der Aktienkurs der CS wieder nach unten. Und im Hintergrund geht's ans Eingemachte. Die UBS erhält Zugriff auf die größten Geheimnisse der Credit Suisse, auf Zahlen, die sie innerhalb kürzester Zeit analysieren muss. Das ist ein sehr intensiver, teilweise hektischer und manchmal auch fast ein bisschen chaotischer Prozess. Und in Bern führt Bundesrätin Karin Keller-Sutter wichtige Telefonate mit Finanzministerinnen und Ministern aus aller Welt. Die Angst, dass es einen Flächenbrand geben könnte, das war real. Worum es bei diesen Telefonaten geht und warum die viel über die Nervosität aussagen, die weltweit wegen der CS herrscht, das hört ihr in der nächsten Folge. Das ist das Ende der Credit Suisse. Eine Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Ihr findet alle Folgen auf srf.ch/audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Feedback habt für uns, dann gerne her damit an newsplus@srf.ch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt doch eine Bewertung ab auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft, damit uns noch mehr Leute finden. Recherche Oliver Carrison und Nicolas Malzacher, Produktion Céline Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther.